3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Minecraft-Folge, Season 2. Heute ist der Max. Ja, okay. Der Reliro. Und der Dummy ist auch da. Ich bin Stamm hier, also ich Stamm. Ja, Alter, schlimmstes Opening ever, Mann. Never mind. Alter, das ist nicht schon. Meine Schuld. Ja, schon. Meine auch nicht. Wenn ich einfach den Gast als erstes nennen könnte, also, sind wir hier, ey. Was für ein Gast? Du gehst auch zu tippen, Alter. Also der Dominik ist jetzt heute auch mal da, ne? Oh. Das ist mein erstes Mal. Man hört eventuell, dass der Dominik ein bisschen angepisst ist. Ey. Bitte. Blick mir nicht mit dem Thema auf, sonst hau ich hier noch was. Ich hau hier den Baum hier. Mein Gott. Oh Gott, okay. Jetzt wollen wir uns alle mal kurz beruhigen. Ja. Ich bin ruhig. Ja. Der Vitali ist ja heute nicht dabei. Ich glaube, der schläft gerade. Ja, nee, der verkauft einfach. Der hatte wohl einen harten Tag. Ja, harten Tag. Hart. Könntest du jetzt dir einmal angewöhnen, uns bei den YouTube-Namen zu nennen? Okay, Domplex, tut mir leid. Also, Reliro und Dontista. Ah, no flame. Ich flame hier nicht, ist das nur... Das habe ich sogar in den letzten Folgen... Ich muss mich beruhigen. Das habe ich sogar tatsächlich in den letzten Folgen noch reingebracht, also bis mit den Gamer-Namen. Aber jetzt habe ich es halt jetzt wieder verkackt. Ihr seid ja auch die halbe Welt durch, oder? Ja. Jesus. Achso, ja, der Domi, du musst erstmal. Domtex muss erst noch zu uns. Oh, da ist er ja. Gott. Da ist er ja. Hallo. Ich habe aber keinen Skin. Bitte haut mich. Ja, dann mach dir mal einen Skin. Ich will keinen Skin haben. Was ist denn das für ein Penis? Das ist Metallis. Das ist Penis. Lass mich raten, es ist ein Penis. Ja, das soll sogar tatsächlich ein Penis sein, ja. Dachte ich mir schon. Vitali denkt ja auch nichts anderes. Nicht anderes. Ach. Deutsche Sprache. Schwere Sprache. So, ich hab's gefunden. Deutsche Sprache. So, warte. Jetzt hat. Ich bin jetzt dabei. Ich hab jetzt tatsächlich drüber nachgedacht, schon mit meinem Häuschen anzufangen. Ey, der schlägt mich. Vielleicht hast du verdient, geschlagen zu werden. Heute hat jeder verdient, geschlagen zu werden. Auch du. Ja? Schau, es ist zwar nur, aber du bist ganz auch geschlagen. Warte, jetzt sag ich mal. Eieiei, heute ist echt was los. Heute ist echt miese Stimmung, habe ich das Gefühl. Alter, die regt mich so auf, Mann. Ich muss meinen ganzen Frust dieser Woche hier rauslassen. Am Zocken. An Zombies und Creepern und Skeletten Ich hab's über Mittwoch auf Donnerstag, habe ich's über LOL-Zocken einfach rausgelassen. Ich habe einfach die Nacht durchgezockt. Ja, gut, also kann man mal machen, nicht. Ne? Es reicht das nicht. Das reicht uns nicht! Kann man mal machen. Okay, komm. Muss man aber nicht. So, wir werden jetzt halt mal ein bisschen normal. Wir wollen ja nicht hier einen Eindruck wecken, dass ich aggro bin. Bin ich eigentlich nicht. Nö, nee, gar nicht. Du tust nur so, ne? Okay. Moment, hab ich jetzt eine Schaufel? Ich glaube, ich habe jetzt am meisten geredet, obwohl ich hier der Newbie bin, also... Ja, macht doch nichts, ist doch super. Ich konnte ja nicht reden. Ich habe gerade ein Kaninchen gesehen. Was seid ihr gerade? Ich bin jetzt hier noch oben. Ich will jetzt ein bisschen Terraforming betreiben. So, ja, wir können jetzt mal hier so ein bisschen... Wir hatten ja heute ein Thema. Oder baut sich jeder... Jeder baut eigentlich für sich, würde ich sagen. Keine Ahnung. Jeder baut hier so sein kleines Häuschen, seine Farm oder was auch immer. Ach. So, mir reicht. Ja, jetzt lass mich mal aussprechen, okay? Ey, Domi, verpiss dich, das ist mein Gebiet hier. Ich klau mir nur ein bisschen Dirt. So, okay. Dirt. Der Max hatte einen schönen Vorschlag, was wir heute bereden können. Und zwar, was war es, Max? Ich hab's vergessen. War die Dummheit mancher Menschen, beziehungsweise... Ja, da sieht man's gleich. Nein, das ist nur vergessen. Die Beschränktheit unter dem... Sowas nicht, wie Leute. Ja, sprich dich aus, Max, ja. Kannst du uns ja gerne schon mal ein Beispiel geben? Wie bist du dann überhaupt drauf gekommen? Ich bin drauf gekommen, weil da momentan so eine Situation in meinem Umfeld ist, wo eine mir sehr nahestehende Person die ganze Zeit von irgend so einer dämlichen, bescheuerten Person aufs Übelste beleidigt wird.
und sogar gedroht wird. Und ich verstehe einfach nicht, wie man so beschränkt sein kann. Diese andere Person geht mit ihrem verfluchten Drecks. Naja gut, der Hund kann nichts dafür. Geht mit ihrem Hund an dem Sportplatz, an dem ich da wohne, spazieren. Die lässt ihren Hund auf dem Sportplatz rumrennen, auf dem Fußballplatz. Wo ich mir denke, jeder normale Mensch müsste eigentlich schon mal wissen, dass man da einen Hund nicht auf dem Fußballplatz gehen lässt. Wenn man sie dann... Ja gut. Ja, das ist schon mal das eine. Und dann, wenn man sie darauf anspricht, fängt sie allen an mit Ausdrücken von A bis Z und dann jeweils noch miteinander Ausdrücke kombiniert. Bestimmt. Joghurtfresse, keine Ahnung, Joghurt wird mit J geschrieben, aber... Joghurtfresse, was? Joghurtfresse! Joghurtfresse! Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall. Joghurtfresse! Und dann fängt ihr einen an, von oben, das komplette Alphabet einfach mal durchzubeleidigen und diese dann auch noch miteinander zu kombinieren, weißt du, wo ich mir denke... Machst du das wenigstens in Double Time, damit es ein bisschen... Das muss ja ein bisschen, ich weiß nicht, das muss so ein bisschen Klang haben. Ja, ist ja kein Diss, okay? Sie, sie rappt leider nicht dazu, sie hat leider keine Musik dahinter. Was das Lustige ist, so beschränkt. Und talentiert und dann noch beleidigen wollen. Schwach. Ja, nein, aber kaum schon. Also, ich meine, gut, dass man mal irgendwie, wenn man sich mit irgendjemandem zerstritten hat, ist ja klar. Aber kennen Sie den Fall? Digga, hör mir auf damit. Ganz ruhig, lass jetzt erstmal alle Leute ausreden. Ja, Entschuldige. So, also Max ist jetzt dran. Max hat den Redestock, Max ist jetzt dran. Stimmt, wir bräuchten jetzt, komm. Sag mal, bist du hier schon durchgerannt, weil hier irgendwie immer... Ich geb dir den Redestock. Wo bin ich durchgerannt? Warte mal, Max, was? Da in der Schlucht, also... Ich bin tatsächlich in die Schlucht in der Aufnahme reingegangen, ja. Und bin dann durch diese Schlucht gelaufen und bin dann am Anfang wieder rausgekommen, wo wir am angefangen haben. Das fand ich lustig. Also die Schlucht füllt wieder am Anfang vorne raus. Die ganze Kohle hast du nicht mitgenommen. Mehr? Ja, ich hab ungefähr, keine Ahnung, 3 Stacks Kohle mitgenommen. Irgendwann dachte ich mir, das reicht schon. Ja, lol, hier ist ein Zombie. Das ist unser Redestock. So, also, Max hat jetzt noch den Redestock, Max. Also, Rede du hast, ich hab den gerade dir gegeben. Jetzt mich verarschen, Domi. Ja, okay, klar, ich geb den. Unten warst du auch schon. Ich hab hier, warte mal, ich geb den. Wo ist denn der Max? Ich bin in der Höhle. Ja, okay. Also, Max, fahre fort. Ich hab den Redestock nicht. Ist das wird so anstrengend. Das ist jetzt schon anstrengend. Also Max, fahr du vor. Ich bin einfach nur auf 180, Mann. Die langweilt mich so hart. Ja, auf jeden Fall. Das ist dass ich da auf dieses Thema gekommen bin, weil ich mir gedacht habe, meine Scheiße. Ich verstehe sowas nicht. Ich verstehe das einfach nicht, wie man so beschränkt sein kann und die ganze Zeit irgendeine fremde Person, die auch noch im Recht ist, aufs Übelste zu beleidigen oder wie man überhaupt diese Dreistigkeit hat. Ich verstehe das einfach nicht. Tobi, was machst du da eigentlich? Dein Dirt sammeln, ich habe keine Schaufel. Ach, Jesus Christ. Fuck, my life. Wie kann man keine Schaufel haben, Tommy? Alter, ich bin hier der Newbie. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ja, was ist denn dieses Holz? Minecraft, was ist das? Hab ich noch nie gehört. Nee, jetzt mal im Ernst, ich hol mir ein bisschen Iron. Also ja gut, was wollen wir zu sagen? Warte mal, sorry, ich kenne auch sehr, sehr viele behinderte Menschen. Ja. Von der anderen, von der Arbeit. Behindert möchte ich jetzt halt in dem Zusammenhang. Ja, nein, ich meine, ich möchte schon benutzen. Weil, keine Ahnung, mir das echt manchmal so vorkommt, dass manche Menschen irgendwie eine Behinderung haben, ja. Noch zu meiner Verteidigung, ich arbeite nicht beim Stefan. Ja, damit es deutlich ist. Ja, ich rede nämlich eigentlich vom Arbeiten, dann von YouTube und so und da rede ich natürlich von euch. Ihr habt alle so eine Behinderung. Nee, aber halt. Oh, verpiss dich, Zombie. Was hab ich? Eine Behinderung. Ja, welche? Du kannst nicht laufen. Ja, während alle anderen Vitali und Domi eine geistige Behinderung haben. So Alter, sieht's aus. Das ist halt Alter. So würde ich kenn mich noch bestellen. Gar nicht. Ah! Brauchen sie auch. Also den Domi müsst ihr euch so vorstellen. Er ist so ein kleiner fetter, rothaariger Junge. Nein! Und Skelett. Und ist immer so, ihr kennt doch diese Leute in euren Gruppen, die einfach die Chicken und zu anderen Leuten einfach.